Ja, Shalom zusammen und Gottes reichen Segen an alle Geschwister im Namen unseres wundervollen Herrn und Königs Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns zum ersten Mal mit der Prädestination des Calvinismus beschäftigen wollen. Das haben wir bis jetzt in den letzten Jahren noch nicht getan und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das zu tun. Die Frage lautet Vorherbestimmung, also Prädestination oder freier Wille? Und der freie Wille wird ja von Johannes Calvin abgelehnt und das ist natürlich eine sehr schlechte Sache, denn der freie Wille ist eines der größten Geschenke, die Gott uns und den Engeln gegeben hat. Nämlich, wir können uns freiwillig für oder gegen Gott entscheiden, aber laut Johannes Calvin ist alles schon vorherbestimmt, schon vor der Schöpfung. Und das ist natürlich ein Trugschluss, wie wir anhand der Bibel heute deutlich machen wollen. Und es gibt ja da einen Glaubensbruder, der sich auf einmal oder schon seit längerem dem Calvinismus sehr angesprochen fühlt und den Calvinismus anscheinend verteidigt auch in einem seiner letzten Livestreams. Und da möchte ich natürlich auch an dieser Stelle sagen, dass viele sagen, Calvinisten, das sind nicht meine Geschwister, das sind nicht meine Glaubensbrüder. Nun, ich bin für Calvinisten auch kein Bruder, so wie für diesen Bruder. Aber für mich sind, egal ob Katholik, Zeuge Jehovas oder auch von mir aus Calvinist, sind das trotzdem meine Geschwister. Aber die Lehre ist eben unbiblisch und antichristlich. Und deswegen werden wir uns heute zum ersten Mal mit Johannes Calvin beschäftigen. Aber zunächst schauen wir uns Augustinus an. Denn er war sozusagen auch ein Vordenker, unter anderem vom Kirchenvater Johannes Reformator Johannes Calvin. Und er ist geboren 354 nach Christus, gestorben 430 nach Christus. Und er war einer der vier lateinischen Kirchenlehrer der Spätantike und ein wichtiger Philosoph. Auch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist die Rezeption der Denkweisen von Augustinus nachweisbar, so zum Beispiel bei Max Scheler oder bei Martin Heidegger. Nun, Augustinus ist also ein wichtiger Philosoph gewesen und einer der vier lateinischen Kirchenväter. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber die Bibel warnt uns vor solchen Philosophen, die daherkommen mit Worten, die wirklich philosophisch teilweise klingen, die aus der Bibel, aus der Lehre der Bibel eine Philosophie machten und die sich selbst gerne reden hören, wie man weiß. Wir schauen mal Kolosser 2, Vers 8, was die Bibel über Philosophie sagt. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Christus war kein Philosoph oder ist kein Philosoph, aber Augustinus ist einer gewesen. Und ja, aber Philosophen tun sich gerne selbst beweihräuchern mit vielen Worten, die daherklingen wie: Manche Politiker, die reden ja auch 2 Stunden, aber sagen eigentlich gar nichts. So sind auch die Philosophen teilweise. Und davor warnt die Bibel. Schauen wir uns aber mal an, was Augustinus so für ein Typ war. Ich meine, vielleicht hat er ja einen netten Charakter gehabt oder so. Naja, sieht eher nicht so aus, denn Augustinus richtete gegen die Juden jahrzehntelange Angriffe. In der gegen Ende seines Lebens verfassten Predigt gegen die Juden ernannte er die Juden bösartig, wild und grausam, vergleicht sie mit Wölfen, schimpft sie als Sünder und Mörder. Und wir kennen ja den Vorwurf Gottes, Mörder und so weiter, oder allgemein Mörder. Er war also das, und das bestätigen auch andere in ihren Büchern, das, was man heute ein Antisemit nennt. Also nicht gerade jemand, den wir als ein antisemitischer Philosoph, also so jemanden als Vorbild zu haben, ist, denke ich, einen wahren Christen nicht würdig. Und ich hoffe, da sind wir uns einig. Denn Augustinus war, kommen wir zu einer seiner Lehren, Augustinus war der Ansicht, dass man in einer Hölle endlose Qualen leiden muss, dass die ionische Strafe endlos sein müsse. Das heißt, es ist eigentlich genau dieselbe Höllenvorstellung wie im Koran, wo es ja auch heißt, dass der Mensch ewig in der Hölle brennt, für alle Ewigkeiten, also nicht nur 100 Milliarden, 1000 Trillionen Jahre, sondern ewig wird er leiden und brennen und gequält werden in der Hölle, während die Bibel, und das sagte Jesus selbst, sagte, dass im Feuer sie die Menschen ausgelöscht werden. Atheisten werden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist auch nicht viel besser, aber doch, es ist ein Riesenunterschied, ob man einmal bestraft wird, im Feuer sie reingeworfen wird und ausgelöscht wird und ewige Konsequenzen zu erleiden hat, nämlich den ewigen Tod, oder ob man sagt, man wird ewig verbrannt, ewig gequält, es wächst einem eine neue Haut nach und bla bla bla. Das ist ein Riesenunterschied, deswegen auch diesbezüglich war, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Augustinus nicht nur ein Antisemit, ein falscher Philosoph, sondern auch ein Irrlehrer.
Und weiter heißt es, Augustinus Lehre von der doppelten Prädestination mit ihrer implizierten Ablehnung des freien Willens zur Entscheidung für Gott oder gegen ihn durch den Menschen wurde von der katholischen Kirche bereits im 5. Jahrhundert nicht übernommen, übte aber allerdings einen sehr großen Einfluss auf Reformatoren wie Martin Luther und vor allem Johannes Calvin aus. Also bei aller Kritik auch, die ich natürlich habe an der katholischen Lehre, nicht an den Katholiken, das sind auch unsere Geschwister, aber am Katholizismus, so muss man hier sagen, hat die katholische Kirche zumindest erkannt, dass diese Prädestination irre Lehren sind von Johannes Calvin und deswegen nicht übernommen wurden. Und nicht nur Martin Luther, der ja auch ein Antisemit war, bei aller Liebe, sondern vor allem Johannes Calvin stützen sich auf diesen falschen Philosophen Augustinus, auf seine Prädestinationslehre und damit wird der freie Wille, ein Geschenk des allmächtigen Gottes, abgelehnt, weil wir können uns gar nicht für Gott entscheiden, das ist alles schon vorherbestimmt, vor Anbeginn der Schöpfung und das ist natürlich Gotteslästerung. Also schauen wir uns mal Johannes Calvin etwas genauer an. Er wurde fast 1000 Jahre später erst geboren, nämlich 1509 nach Christus und gestorben ist er 1564 nach Christus. Und er war ein Reformator französischer Abstammung und Begründer des Calvinismus. Also schauen wir uns erstmal an, bevor wir uns seine Lehre anschauen, genau wie wir es bei Augustinus gemacht haben, schauen wir uns erstmal an, was war denn das so für ein Typ, war der sympathisch, was hat der so für einen Charakter gehabt. Nun, erschreckend, was Johannes Calvin getan hat. Wir fangen an zu lesen und zwar in einem Buch von Samuel Henry Geiser, die taufgesinnten Gemeinden ab Seite 116. Es war um das Jahr 1536, als Johann Calvin auf der Durchreise in Genf Halt machte. Calvin gewann sehr bald einen beherrschenden Einfluss in Genf. So vermochte Calvin sein Ideal von Staat und Kirche dem Volk in Genf aufzuzwingen und einen Kirchenstaat, eine Theokratie zu errichten. Der Staat ist verpflichtet, meinte er, der Kirche in Verwirklichung ihrer Ideale behilflich zu sein. Das heißt, er war auf jeden Fall gegen eine Trennung von Staat und Kirche, was wir heute haben und was auch gut so ist. Ich meine, wenn die Kirche die Wahrheit lernen würde, dann könnte von mir aus die Kirche auch die Macht übernehmen, aber ist ja nicht so. Deswegen ist das auch gut so. Aber er wollte eine Theokratie und es gab keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Nun, was hat er denn gemacht mit seiner Kirchenlehre? Hat er denn wenigstens was Gutes gemacht, wenn er schon Kirche und Staat verschmelzt? Wir schauen weiter. Unter Inanspruchnahme des weltlichen Arms wurde mit beispielloser Grausamkeit die neue Ordnung, die neue Weltordnung, wer weiß, der Kirchenzucht durchgeführt, wobei sogar die Folter in schärfster Form angewandt wurde. In den Jahren 1542 bis 1546 sondern 58 Personen in Genf hingerichtet, 76 verbrannt und 34 Frauen als Zauberinnen gevierteilt und verbrannt worden sein. Auch jede geringste Abweichung von Calvins Kirchenbekenntnis und Kirchenform wurde sehr streng bestraft. Sein strenger Kirchenbegriff erklärte auch seine Intoleranz gegen Andersdenkende. Das erklärt für mich auch natürlich, warum mich gewisse Christen, den ich jetzt nicht nennen will, auch nicht als seinen Bruder ansieht oder dass er sagt, ich komme in die Hölle, weil ich tue ja seine Auslegung, die calvinistische Auslegung, so von mir aus, der Dreieinigkeit ablehnen, was ich auch tue. Nicht die Dreieinigkeit so an sich, da könnte man was draus machen, aber wie er es repräsentiert, deswegen sagt er auch, ich komme in die Hölle, aber er sagte, die Calvinisten, die sind gerettet. Aber ich komme in die Hölle. Dieser Hochmut ist schon auf jeden Fall erschreckend, aber jetzt wissen wir, woher das kommt. Denn auch Calvin war ein Narzisst. Er konnte keine Kritik vertragen und jeder, der ihn kritisiert hat, gab es gleich eine Todesstrafe. Unter anderem erwischte es auch Michael Servetus, heißt es, einen berühmten Arzt. Und er war auch derjenige, der den Blutkreislauf entdeckt hat. Ein bekannter Arzt, der viel beigetragen hat. Er war auch Christ, aber was hat Calvin mit ihm gemacht? Es wird berichtet, im Oktober 1553 kam es zur Hinrichtung des spanischen Arztes Michael Servetus, der auf Veranlassung von Calvin zum Tode verurteilt wurde, weil Servetus die Trinitätslehre ablehnte. Servetus wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und bei manchen denke ich mir auch, die würden mich und andere Christen auch am liebsten auf dem Scheiterhaufen sehen, weil wir deren
Auslegung der Trinitätslehre ablehnen. Also wir sehen hier, woher das kommt, wenn jemand mit seiner absoluten Arroganz irgendwelche apologetischen Dinge verkündet und meint, auf philosophische Art und Weise irgendwelche Bibelkenntnis zu haben, obwohl das alles nur leerer Betrug gemäß der Menschen ist und nicht gemäß Christus nach. Wir schauen mal, was Jesus sagte, was einige tun werden, einige Christen im Namen von Christus. Johannes 16,2: Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Ja, auch Calvin dachte, er tut Gott einen Dienst erweisen, wenn er alle Christen tötet, die seine Auslegung der Dreieinigkeit ablehnen oder Kritik äußern. Und deswegen war Johannes Calvin kein Vorbild, sondern er war verantwortlich für den Tod vieler, vieler Menschen und deswegen ein Mann, der auf jeden Fall ernten wird, was er gesät hat, wenn er dem Allmächtigen im Gericht Gottes gegenüberstehen wird. So, wir schauen uns mal den nächsten Punkt an, beziehungsweise die Basis des Calvinismus, denn wie bei allen Richtungen, die aus der Reformation hervorgingen, gehören drei der vier zur Basis des Calvinismus. Es gibt also genau wie bei den Muslimen, die haben ja, glaube ich, fünf Säulen, auf denen sie ihren Glauben aufbauen. So gibt es bei den Reformatoren eben vier Säulen sozusagen. Aber Johannes Calvin hat nur die ersten drei Säulen anerkannt, die vierte nicht. Also schauen wir uns diese Säulen mal an. Sola Scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens und in Klammern, die Klammer kommt nicht von mir, nicht die Tradition. Nun, das ist natürlich richtig. Die Heilige Schrift ist unser Fundament und die Grundlage unseres Glaubens und nicht Tradition. Da frage ich mich doch, wenn die Bibel doch unser Fundament ist, warum feiern wir als Christen nicht die Feste, die das Volk Gottes halten soll, nämlich die Feste Gottes, die im Gesetz Gottes stehen? Warum tun wir dann Traditionen feiern, wie Ostern oder Weihnachten, die niemand in der Bibel gefeiert hat? Schon gar nicht auf diese Art und Weise, wie wir es heute nach 2000 Jahren tun. Dann Solus Christus, allein Christus, nicht die Kirche hat Autorität über Gläubige. Und auch das ist natürlich richtig. Wenn die Kirche sagt A, aber die Bibel sagt B, dann tun wir natürlich B folgen. Und deswegen ist Christus über allem. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Und in dem Fall natürlich auch keine Mutter Maria oder sonst wen, wie es ja bei den Katholiken zum Beispiel der Fall ist. Also auch diesen Punkt können wir unterstreichen. Dann der dritte Punkt, sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Auch das ist richtig, wir werden durch den Glauben an das Evangelium, an das Werk des Sohnes Gottes am Kreuz gerechtfertigt und bekommen dadurch das ewige Leben. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen schlechte Werke tun sollen, sondern natürlich trotzdem gute Werke. Und das tun wir natürlich, wenn wir den Willen Gottes tun, der darin besteht, dass wir seine Gebote halten, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, sagte Johannes. Dann, was lehnte Calvin aber ab? Sola Gratia gehört bei Calvin jedoch nicht dazu, da dieses Prinzip seiner Prädestinationslehre widerspricht. Es hängt nicht von der Gnade Gottes ab, ob man errettet wird oder nicht, sondern ist vorherbestimmt durch Gott. Und genau das Wort heißt ja auch Vorherbestimmung, Prädestination. Das heißt, es ist nicht die Gnade Gottes, von der wir alle abhängig sind als Menschen, durch die wir gerettet werden, sondern es ist die Vorherbestimmung Gottes. Und wir schauen uns mal an, wann Gott das vorherbestimmt hat, laut Calvin, ob jemand zum ewigen Leben oder in die ewige Hölle kommt. Das ist nämlich auch mal so eine Reise ins Phantasialand wert gleich. Aber wir schauen uns erstmal an, was Johannes Calvin selbst sagte oder geschrieben hat, wie man auch nachlesen kann auf der Seite calvininstitio.de auf Seite 619 in einem Buch. Unter Vorherbestimmung verstehen wir Gottes ewige Anordnung, vermöge deren er bei sich beschloss, was nach seinem Willen aus jedem einzelnen Menschen werden sollte. Denn die Menschen werden nicht alle mit der gleichen Bestimmung erschaffen, sondern den einen wird das ewige Leben, den anderen die ewige Verdammnis vorher zugeordnet, nämlich bevor er geboren wird. Das heißt, es ist nicht so, dass der Mensch ein Leben lebt nach dem Motto, ich kann mich jederzeit, kann ich eine Erkenntnis haben oder durch irgendein Ereignis kann ich jetzt anfangen, an Gott zu denken, dass wir einen freien Willen hätten. Nein, es ist alles vorherbestimmt, wie ein Film, den du abspielen lässt mit einer DVD am Fernsehen. Und das ist, du kannst den Film nicht mehr ändern. Es ist schon
weiß genau, der kommt dahin, der kommt dahin. Und das ist natürlich ebenfalls laut Bibel absoluter Blödsinn. Und auf die Bibel kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Kommen wir erstmal nochmal zum Calvinismus, denn es gibt 5 Punkte des Calvinismus, die wir uns anschauen wollen. Der erste Punkt, völlige Verderbtheit, Unfähigkeit. Da geht es einfach darum, dass der Mensch halt nach dem Sündenfall abgefallen ist von Gott und nicht alle Menschen haben halt, die sind vorherbestimmt, den Gott der Bibel zu erkennen und so weiter und so fort. Nicht so wichtig dieser Punkt. Wichtiger ist der zweite Punkt, bedingungslose Erwählung. Und da kommen wir nämlich zu dieser Prädestinationslehre, denn dies ist Calvins Prinzip der doppelten Prädestination. Die Erwählung zum Heil vollzieht sich nach Calvin wie folgt. Gott hat die Menschen in eine Gruppe der Auserwählten und eine der Nicht-Auserwählten geteilt. Für die Auserwählten hat Gott seine Erkenntnis bestimmt und die Auferstehung vorhergesehen. Die übrigen bleiben unwissend bezüglich Gottes und des Evangeliums. Laut Calvin sind sie von Gott verdammt auf dem Weg in die ewige Hölle. Und jetzt kommt's, diese Entscheidung sei noch vor der Schaffung des Universums getroffen worden und somit erst recht vor der Geburt des einzelnen Menschen, sowie vor irgendwelchen Entscheidungen, die der Mensch in seinem Leben trifft, womit eben der freie Wille außer Kraft gesetzt wird. Und das heißt, bevor das Universum war, hat Gott schon gewusst, der kommt in die Hölle, ist zwar noch nicht mehr geboren, noch nicht mehr erschaffen, noch kein Adam, aber der kommt Hölle, der kommt ins Paradies und so weiter. Und ja, das ist natürlich etwas, was im Gegensatz zur Heiligen Schrift steht, wie wir gleich sehen werden. Dann der dritte Punkt, begrenzte Versöhnung, Sühne. Jetzt kommt auch noch was Schlimmes. Denn das ist der Glaube, dass Jesus Christus nicht gestorben ist, um alle Menschen zu retten. Sein Erlösungswerk ist nur an die auserwählten Sünder, die durch ihn gerettet sind. Und das sind natürlich im ersten Sinne laut Calvin die Calvinisten, ja. Ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas, die denken ja auch, die sind die 144.000 Auserwählte. So fühlen sich viele Calvinisten auch als die Auserwählten, die zu den wenigen gehören, die vorherbestimmt sind, schon vor der Schöpfung des Universums. Und sie haben jetzt die Erkenntnis und können durch Philosophie, wie durch Augustinus es vorgemacht hat, jetzt die Menschen verführen mit ihren Irrlehren. Aber so weit wird es nicht kommen, obwohl wir in der Endzeit sind, weil Calvinismus eben laut Bibel sehr leicht zu widerlegen ist. Deswegen gibt es ja auch kaum Calvinisten. Dann, Christus ist nicht für alle Menschen gestorben. Das ist ja, also, egal. Wir schauen uns weiter an den vierten Punkt. Zur Bibel kommen wir gleich. Die unwiderstehliche Gnade. Da geht es darum, dass man die Gnade der Erwählung nicht ausschlagen kann. Der Mensch hat in dieser Hinsicht also keinen freien Willen, da er tot ist in seinem Vermögen, sich für Gott zu entscheiden. Also es gibt gar keinen freien Willen, dass man sagen kann, ich entscheide mich für Gott freiwillig oder ich entscheide mich nicht für Gott freiwillig, sondern es ist alles vorherbestimmt vor der Schöpfung und da kann man halt nichts machen. Ne? Du bist halt geboren, kannst nichts machen, ist halt vorherbestimmt, ja, muss halt dein Schicksal ergehen. Dann der fünfte und letzte Punkt, die Beharrlichkeit der Heiligen, und zwar die einmal gerettet werden, gerettet bleiben. Es ist unmöglich, heißt es, Gottes Gnade wieder zu verlieren. Nach dem Motto, einmal auserwählt, einmal gerettet, immer gerettet, das ist ja auch so eine Lehre, die ich laut Bibel nicht nachvollziehen kann, einmal gerettet, immer gerettet. Das würde ja heißen, wenn ich mich jetzt bekehre als Christ zu Jesus und dann auf einmal falle ich wieder ab und werde Satanist oder Mörder oder was weiß ich und dann bin ich immer noch gerettet, weil einmal gerettet, immer gerettet. Ob du jetzt zum Satanisten wirst oder nicht, ist nämlich auch Blödsinn. Es gibt viele, die sind vom Glauben abfallen. Das heißt nicht umsonst in der Bibel im Neuen Testament, dass zuvor der Abfall kommen muss, bis der Sohn des Verderbens offenbart werden kann. Also auch hier stimmt schon mal hinten und vorne alles. Es stimmt gar nichts, was Johannes Calvin gesagt oder geschrieben hat. Aber ja, an ihren Früchten werden wir sie erkennen, sagte Jesus. Und Calvin, was hat denn der für Früchte gebracht? Hat einen Mann, einen Arzt verbrannt, nur weil er seine Dreieinigkeit nicht akzeptiert hat. Ist ja noch schlimmer wie bei der katholischen Kirche, dieser Calvin. Und das sollen die Reformatoren sein. Also eine richtige Reformation hat noch nicht mal richtig angefangen. Solange der Tannenbaum steht und die Ostereier auf dem Tisch stehen, hat die Reformation für mich noch nicht mehr richtig angefangen. Aber keine Sorge, liebe Geschwister, wenn der Herr kommt, wird das Gesetz von Zion ausgehen, dann werden alle Menschen die Gebote und Feste Gottes halten und feiern. So, jetzt schauen wir uns mal die Bibel an. Wie sieht es aus von wegen, wir werden nicht gerettet durch Gnade, wir haben keinen freien Willen, Jesus ist nicht für alle gestorben.
Fangen wir mal an in der Tora. Erstmal 5. Buch Mose 30, Vers 19 haben wir einen freien Willen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen, spricht Gott. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben. Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Freiwillig. Und hier geht es vor allem im Kontext um Leben und Segen besteht darin, dass wir die Gebote Gottes halten und der Tod und der Fluch gehen einher, wenn wir Gott untreu sind und nicht die Gebote halten und so tritt dann der Fluch ein. Deswegen sagt Gott, sei mir gehorsam, wähle das Leben und den Segen und sei mir gehorsam, dann wirst du gesegnet werden und lange leben, aber wenn nicht, tja, sieht's halt nicht so aus. Und wir sehen auch, Gott will, dass du lange lebst. Er will, dass der Mensch lange lebt. So will der Mensch, so will Gott, dass du dich freiwillig für das Leben entscheidest. Freiwillig. Ohne, dass es seit Anbeginn der Schöpfung vorherbestimmt ist. Hesekiel 33, Vers 11. Warum ist das so? So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe nämlich kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Denn er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße bekommt. Jedermann hat noch Raum zur Buße, hat sich zu entscheiden, deswegen ist nicht alles vorherbestimmt, sonst hätte gar keiner noch Raum zur Buße, sonst wären ja schon alle sozusagen gerichtet oder nicht gerichtet. Gott weiß, wer gläubig ist und wer nicht, aber der freie Wille, der kann sich jederzeit, kann sich ein Mensch ändern für oder gegen Gott. Denn, Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilsbringend ist für alle Menschen, nicht nur für die auserwählten Calvinisten. 1. Timotheus 2, Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen sollen gerettet werden und auch sie sollen Erkenntnis haben und Erkenntnis bekommen, wenn sie gläubig sind und sich freiwillig für Jesus Christus und das Evangelium entscheiden. Denn, Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und was muss der Mensch glauben? Was muss jeder Mensch glauben, um gerettet zu werden? Das Evangelium, das da heißt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, nämlich Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder Mensch, ich weiß nicht, wie viele sind wir heute, 7, 8 Milliarden, ich weiß gar nicht so genau, habe lange nicht mehr nachgeschaut, sagen wir mal 8 Milliarden Menschen auf der Welt und jeder Mensch hat heute noch einen freien Willen und kann Buße tun und kann immer noch Jesus annehmen. Keiner von den 8 Milliarden gibt es nicht einen, der so vorherbestimmt ist, dass er nicht mehr umkehren könnte. Aber wir wissen ja, was die Bibel sagt über jemanden, der ein falsches Evangelium predigt, nicht wahr? So jemand ist verflucht. Apostelgeschichte 17 und die Verse 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall auf der ganzen Welt Buße zu tun. Alle Menschen überall auf der ganzen Welt. Denn, was sagte Jesus seinen Jüngern? Markus 16, Vers 15, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Nicht nur denen, die auserwählt sind. Ich meine, wenn man vorher wüsste, dass der auserwählt ist, schon vor der Schöpfung, dann bräuchte man diesen Menschen gar nicht das Evangelium predigen, weil die sind verloren. Aber nein, der ganzen Schöpfung soll das Evangelium gepredigt werden. Und das daran sehen wir, ich meine, ich könnte jetzt so viele Bibelverse aufzählen, aber es ist wirklich sehr eindeutig und ich hoffe, dass es auch jedem klar ist, dass der Calvinismus eine ganz gefährliche, antichristliche Irrelehre ist und was nicht heißt eben, dass Calvinisten unsere Geschwister sind, aber eben sehr irregeführte, irregeleitete Geschwister und deswegen sind sie auch ebenfalls Irrelehrer, aber für die sollen wir ja trotzdem beten, dass auch sie das wahre Evangelium annehmen und den wahren Herrn Jesus Christus erkennen und nicht diesen merkwürdigen Gott, der schon vor der Schöpfung vorausgesagt hat, wer verloren geht und wer nicht. Und es wird oft Römer 9 zitiert, um irgendwie die Prädestination zu rechtfertigen. Und auch damit wollen wir uns gar nicht zu lange beschäftigen. Aber erstmal Römer 9, Vers 21, da heißt es, oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Also das eine Gefäß ist von Anfang an zur Ehre bestimmt, das andere eher für die Hölle.
Und da gibt es aber viele Verse, die noch benutzt werden, um die Prädestination zu rechtfertigen. Und dass es schon vorher klar war, dass Esau und Jakob sich bekriegen würden und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Videos schon im Internet zu diesen Römer 9 Sachen, dass ich da nicht so viel gemacht habe. Aber dieses, was hier geschrieben steht in Römer 9, geht zurück auf etwas, was in Jeremia 18 geschrieben steht. Und da schauen wir uns mal an, wie Gott sozusagen so drauf ist. Jeremia 18 ab Vers 5, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie diese Töpfer? Du Haus Israel, spricht der Herr, hier geht es also um das Haus Israel, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, wie in Römer 9, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es zu bauen und pflanzen will, wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und nicht auf meine Stimme hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihn zu tun. Gott will also sagen, mein Volk segnen und freut sich darauf, das Volk zu segnen, sieht dann, dass das Volk sehr schlimme Dinge tut, dann reut es Gott, dass er das Volk segnen wollte und Gutes tun wollte. Wenn Gott ein Volk verfluchen will, sagen wir mal, und er sieht, dass das Volk umkehrt, wie im Beispiel von Ninive, als Jona da die Botschaft überbrachte, dann genau wie Ninive, da reut es Gott, dass Gott dem Volk etwas Böses antun wollte. Das heißt, so vorherbestimmt sind die Dinge nicht, weil der freie Wille immer noch da ist. Gott könnte auch sagen, ja, Jona, brauchst gar nicht hingehen, weil ich weiß ja, die werden ja eh umkehren. Also deswegen diese Prädestination von Calvin und alles, was damit zusammenhängt, ist absolut unbiblisch, unlogisch, antichristlich, gehört auf jeden Fall nicht mit dem Wort Gottes zusammen. Dann schauen wir uns mal an, es ist ja so, Calvinismus wird ja von den meisten abgelehnt im Christentum und wir schauen uns auch mal an, wieso, weshalb, warum. Die einzelnen Konfessionen haben jeweils eigene Gründe für ihre Ablehnung des Calvinismus. Liberale Christen verschiedener Konfessionen halten die streng calvinistische Lehre für antiliberal und intolerant. Und das ist in der Tat der Fall, denn auch Calvin war ja antiliberal und intolerant. Die Katholiken lehnen entschieden alle 5 Punkte ab. Für die Orthodoxen ist der freie Wille, den Calvin ablehnt, eine Grundlehre der Bibel, vollkommen zu Recht. Die Methodisten, bereits John Wesley akzeptierte die doppelte Prädestination nicht. Und die Lutheraner lehnen eine doppelte Prädestination ebenfalls ab. Dann könnte man noch die Adventisten, Zeugen Jehovas, was weiß ich, Mormonen, was weiß ich für Konfessionen alle noch aufzählen. Es gibt ja so viele Konfessionen, es gibt mehr Konfessionen, als dass die Kelly Family Geschwister hat. Und das ist schon mal eine jede Menge, ja. Aber man kann natürlich ja nicht alle aufzählen, aber wir sehen, es ist wirklich eine Minderheit. Aber ich denke, für den einen oder anderen, falls jemand sich auch der Prädestination oder dem Calvinismus angesprochen fühlt von den Lehren. Ich hoffe, ihr werdet umkehren und eure Meinung ganz schnell ändern und wieder zum wahren Gott der Bibel und zum wahren Evangelium und zum wahren Sohn Gottes kommen, denn der Herr kommt bald. So, warum ist das denn überhaupt so der Fall? Warum kann man heute noch Menschen mit dem Calvinismus verführen? 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, Legenden, Philosophien, Irrlehren, das ist im Großen und Ganzen der Calvinismus. Und deswegen warnt uns auch die Bibel im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, nennen wir ihn mal Johannes Calvin, einen anderen Jesus verkündigt, der nicht für die ganzen Menschen, für alle Menschen gestorben ist, sondern nur für die Auserwählten. Den ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Wenn ihr also nicht diesen falschen Jesus annehmt, den hier von Calvin gepredigt wird, dann haben wir das gut ertragen, weil wir dieser irre Lehre nicht auf dem Leim gegangen ist. Jeder Calvinist hat dieses Gebot nicht eingehalten, er ist einem anderen Jesus auf dem Leim gegangen und sollte schleunigst umkehren, solange die Zeit noch da ist. Denn wie gesagt, Gott hat allen Menschen Raum zur Buße gegeben, auch den Calvinisten. Deswegen sollten sie davon auch Gebrauch machen und zurückkommen zum wahren Evangelium der Bibel.
So, das war das Video, die Prädestination des Calvinismus, Vorherbestimmung oder freier Wille. Die Antwort ist klar, freier Wille ist ein Geschenk Gottes. Luzifer hat sich auch freiwillig dazu entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Und auch wir können uns als Rebellen hier aufführen auf der Erde oder wir können uns als wahren Nachfolger des Messias aufführen. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum Apologetik absolut so irgendwie komisch drauf ist, wenn er sagt, dass wir in die Hölle gehen, weil wir seine Auslegung der Dreieinigkeit ablehnen, warum wir für ihn keine Geschwister sind. Und jetzt, wo er sich dem Calvinismus anscheinend sehr angesprochen fühlt, wird uns einiges klar, denn auch Calvinisten, John Calvin war, wie gesagt, ebenfalls ein Irrlehrer. Und so ist es auch dieser Philosoph hier, der versucht es noch zu rechtfertigen mit seiner absolut arroganten Apologetik. So, das war es erstmal von hierhin von mir, aber zum Schluss möchte ich die Geschwister nochmal segnen, auch wenn sie sich selbst dem Calvinismus angesprochen fühlen, denn ihr seid trotzdem meine Geschwister. Ich hoffe, das gilt auch für andere Geschwister, die das jetzt hier hören. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, Frieden wünsche ich allen. Dominationen, Konfessionen im Christentum, die so zahlreich sind wie der Sand am Meer und die Sterne im Himmel. Möget ihr die Wahrheit erkennen, denn die Wahrheit wird euch freimachen von allen Irrlehren, von Calvinismus und von sonstigen Konfessionen. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt in aller Ewigkeit der Sohn des allmächtigen Gottes, der für alle Menschen gestorben ist und auferstand, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen. Und Gott segne euch.